Man kann es auch so sagen wie ein Parlamentspräsident, denn die Synode, der ich vorstehe, ist ja in anderen Worten auch das Kirchenparlament. Ist nicht ganz genau miteinander vergleichbar, aber so ungefähr. Wir haben eine ganze Menge zu sagen. Wir verabschieden den Haushalt und es muss ja einen geben, der auch Wort erteilt und eine Diskussion moderiert und so. Das macht das Präsidium und Vorsitzender des Präsidiums ist die Präses. Ich finde es eigentlich ganz gut, dass wir den gleichen Begriff für Männer und für Frauen haben, weil es mir sehr darauf ankommt, auch diese Möglichkeit, die wir als evangelische Christen haben, nämlich wirklich ohne Hierarchie miteinander umzugehen, das auch verbal zum Ausdruck zu bringen. Und das steckt in diesem Wort eben drin. Es gibt keine Hierarchie, sondern Mann und Frau sind da völlig gleichgestellt. Und ich bin eigentlich ganz froh, dass das in der Synode auch schon zahlenmäßig zum Ausdruck kommt. Wir haben ungefähr 50-50 Männlein, Weiblein.